Moin Freunde, was geht? Willkommen zum Spieltagsschnack vom Auswärtsspiel des Hamburger Sportvereins beim 1. FC Magdeburg. Und kleine Vorwarnung, heute wird es sehr, sehr negativ, denn ja, vor dem Spiel hatte ich gearbeitet. Eigentlich war alles so geplant, dass ich rechtzeitig zum Spiel zu Hause bin. Hat nicht ganz geklappt. Ich habe auch stolze 2,5 Stunden da, nachdem ich schon überzogen hatte, aus Jenfeld zurückgebracht, weil der HVV scheiße war und konnte so das komplette Spiel nicht sehen und konnte nicht mal im Netradio dann einfach das Spiel mithören, weil auch mein Kopfhöreradapter am Handy sich so dachte, ach komm, ich funktioniere jetzt einfach mal nicht. Und ja, dann habe ich mich halt eben für den Weg entschieden, okay, ich wusste halt bis zum 30. er steht 0:0. Weil ich da halt eben noch so Fetzen aus dem Netradio mitbekommen hatte. Unter anderem halt eben auch ein nicht gegebenes HSV-Tor, was ja dann, glaube ich, abseits gewesen ist. Dann gucke ich halt eben ab der 30. einfach das Spiel im Real Life und versuche halt eben ungespoilert zu bleiben. Und das war dann auch so mein Ziel, nachdem ich dann nach viel zu langer Fahrt endlich wieder zu Hause war und das Real Life dann gucken wollte. So 2 Minuten vorher schreibt mir jemand auf Instagram, haha, Derby-Fluch. Und ja, da wusste ich auch schon, okay, der HSV wird das Spiel verlieren. Und das heißt, jetzt habe ich mir eine Stunde lang ein HSV-Spiel gegeben, von dem ich eh wusste, wir werden es verlieren. Und nachdem ich eh schon angepisst war wegen der viel zu langen Rückfahrt gerade und dann auch noch diesem Spoiler quasi, war ich super motiviert, dieses Spiel dann zu gucken. Hab's dann doch noch getan, weil ich hatte es mir jetzt die ganze Rückfahrt in den Kopf gesetzt, das Spiel zu gucken. Da war es mir scheißegal, ob ich jetzt gespoilert werde. So war ich einfach in so einem Modus, okay, jetzt gucke ich es einfach trotzdem. Ist einfach so und deswegen habe ich halt ab der 30. das Spiel im Real Life geguckt und kann zu allem, was davor passiert ist, absolut gar nichts sagen. Weil ich für die halbe Stunde nochmal zusätzlich, die ich ja schon im Netradio teilweise mitbekommen hatte, jetzt ich auch nochmal die Energie hatte, mich da nochmal durchzukämpfen. Und ja, das ging früh los, dann in der 32. Minute, für mich quasi die 2. Minute, mit dem Tor für den 1. FC Magdeburg durch Quarteng. Und ja, ich war sehr emotionslos dabei, weil ich eh schon wusste, worauf ich mich jetzt hier einlasse. Deswegen konnte ich mich auch bei anderen Situationen dann später nicht unbedingt wirklich freuen. In der 35. dann das erste Erwähnenswerte jetzt von dem, was ich gesehen habe vom HSV. Und Dompe-Schuss, wo dann Jetta leider Gottes den Nachschuss vergeigt. Und das ist sehr schade, weil das war eine 100%ige. Der ist hinter perfekt vor die Füße gesprungen. Und er schafft es irgendwie, den Torhüter gegen den Rücken zu schießen, und dass der Ball dann irgendwie halt nicht reingeht. Und ja, wir machen solche Chancen nicht rein. Und wenn ich mir dann angucke, wie Heidenheim gestern die Tore gemacht hat, das war ja einmal eine hohe Rückgabe über Torwart rüber gegen den Pfosten vor die Füße vom Heidenheimer. Und dann noch mal irgendwie der Torhüter, der den Ball nicht wegbekommt und dann, ja, der Angreifer über den Ball freut und den dann noch ins leere Tor schieben muss, so. Das war ja 2 komplett geschenkte Tore und wir machen diese Scheiße hier nicht rein. Generell ist ja auch Heidenheim ein Team, die haben, glaube ich, wenn man, weil es gibt ja so eine Statistik, wie viele Tore ein Verein statistisch gemacht haben müsste nach diesem X-Goals, und da überperformt Heidenheim einfach um fucking 25 Tore, also die sind so das mit Abstand effektivste Team der Liga. Und ja, es regt natürlich irgendwie auf, wenn Heidenheim solche Tore macht und so überperformt, aber dazu will ich auch noch einmal gesagt haben, wenn wir so komplett dumm sind und unsere Spieler nicht gewinnen, dann muss man sich da auch gar nicht drüber aufregen, so, dann haben wir es auch einfach selber nicht verdient. So, aber ich wollte es hier trotzdem einmal kurz gesagt haben. Und in der 42. ganzes 1:1 durch Sonny Kittel. Und ja, gefreut habe ich mich nicht, weil ich wusste, ja, wir werden trotzdem verlieren. Deswegen dachte ich mir so, ah, okay, es wird immerhin kein langweiliges 0:0, das wird ein bisschen spannender, aber ja. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, heute wird's negativ. Auch dieses 1:1 war zwar nach einer guten Balleroberung, so, das hat mich gefreut, dass man danach gesetzt hat und dann halt eben so zum Tor gekommen ist. Aber man hat das auch wieder so kompliziert dann gespielt, weil ich finde eigentlich jetzt von den beiden Anspielpositionen war eigentlich Jatta der deutlich besser stand, weil das war ja, glaube ich, Jatta, der da rechts dann noch frei war. Ja, so wie man es dann erstmal ausgespielt hat, hat man sich fast noch einmal verbaut da die Möglichkeit, und das ist eigentlich dann nur, ja, der individuellen Qualität von einem Sonny Kittel am Ball geschuldet, dass dann noch der Ball reingegangen ist. Deswegen hätte man auch sehr gut wieder fast verspielen können hier gerade. So geht's in die Halbzeit, und in der zweiten Halbzeit geht's dann so los, dass in der 46. Minute Magdeburg sich das Ding erstmal fast selber ins Tor legt mit einem Rückpass, den dann der Keeper nochmal weggrätschen kann, aber noch einen guten Meter vor der Linie natürlich. So, bei Heidenheim wäre natürlich drin gewesen, aber wie gesagt, auch wenn ich hier und da mich über die Heidenheim-Tore aufrege, weil es halt schon irgendwie nervt, dass sie die ganzen irgendwie solche Tore quasi in den Arsch geschoben bekommen. Wie gesagt, wir sind selbst schuld, dass wir nicht vor Heidenheim sind, weil wir so viele Spiele einfach nur komplett mittelmäßig und schlecht spielen und dadurch halt eben uns die nötigen Punkte einfach nicht erspielen. So, deswegen, ja, es regt mich auf, aber wir brauchen uns da wirklich nicht beschweren und müssen dann nicht mit dem Finger auf andere zeigen, wenn wir selber zu inkompetent sind. Dann in der 50. Minute, erstmal in der 49. gab es nochmal einen Reißabschluss, der allerdings aus zu spitzen Winkel leider erfolgte, und in der 50. gab es ja erstmal einen Elfmeter für den HSV, wo ich mir auch direkt dachte, was, wie, das, so mehr Ball spielen kann man gar nicht. Und dann hat auch, ja, das ist mal ein Beispiel für einen guten Einsatz vom Videoassistent, der Videoassistent schnell eingegriffen. Chiriki hat sich kurz angeguckt und nach ein paar Sekunden gesagt, ja, okay,
ist wirklich keiner gewesen. So, war ein guter Einsatz. Natürlich jetzt blöd für uns, dass es dadurch keinen Elfmeter gab. Aber das war die 10 Millionen prozentig richtige Entscheidung. So, das wäre schon frech gewesen, den Elfmeter zu bekommen. Wobei man ja auch sagen muss, da hat ja auch Dortmund gestern auch ein ganz interessantes Kaliber an Elfmeter nicht bekommen. Was ja auch schon ziemlich, ziemlich nicht nur fragwürdig war, sondern einfach fast schon skandalös. Aber naja, auf jeden Fall gab es in der 55. einen Dompe-Abschluss, nachdem man davor gut umgeschaltet hat, und wird in der 57. zwei Minuten später an Hanna Dompe-Flanke, also gute Phase, wurde dann vor Jatta knapp geklärt und man hat dann bis zur 60. halt wirklich gute 15 Minuten eigentlich gehabt zu Beginn von der zweiten Halbzeit. Und dann ist man wieder so in das, was ich zumindest von Halbzeit 1 gesehen habe, verfallen und hat Magdeburg kommen lassen und quasi auf Verwaltungsfußball gefühlt umgestellt und war offensiv nicht mehr wirklich kreativ. Und so fällt dann in der 74. das 2:1 nach einem schönen Fernschuss, wo man wirklich absolut gar nicht beim Mann stand. Selber schuld, das war gar nichts. Viel zu passiv agiert die ganze Zeit. Und dann ist halt eben der Ball irgendwann drin. Magdeburg hat jetzt auch nicht krass viele Chancen, aber so wie wir drauf waren, müssen wir uns da nicht beschweren. Und dann, ja, ist offensiv weiter eine tote Hose gewesen. In der 86. macht dann natürlich auch noch Ito das 3:1. Davor war es ja Quarteng, natürlich ausgerechnet Quarteng, der das Tor zum 2:1 gemacht hatte. Und im Gegensatz zu ihm ist Ito ein absoluter Ehrenmann und jubelt nicht. Generell, Ito ist ein Spieler, dem ich wirklich nachtrauere, weil er mir immer richtig gut gefallen hat. Weil er ist halt jemand, der kann das wirklich gar nichts, auf einmal sehr, sehr viel machen. Ist ja wirklich aufgedreht in der letzten Saison vor uns in der Bundesliga, als Tietz halt eben Trainer war. In der zweiten Liga konnte er da nicht ganz so anknüpfen bei uns, aber dennoch ist er trotzdem jemand, den ich immer sehr mochte, deswegen traue ich ihm wie gesagt nach und freue mich natürlich für ihn, dass es jetzt hier in Magdeburg trotzdem irgendwo läuft, aber lieber nicht gegen uns, aber so ist es jetzt halt eben. Ja, Ito macht das 3:1. Wunderschöne Einzelaktion, wunderschöner Abschluss. Viel zu einfach und da hatte ich dann auch schon tatsächlich mein Fazit vom Spiel geschrieben, weil wie gesagt, ich wusste ja, wir drehen das eh nicht mehr. Da macht dann Reis noch in der 94. das 2:3. Joa, netter Fernschuss, aber mehr auch nicht. Und am Ende als Fazit kann man sagen, insgesamt 15 gute Minuten in diesem Spiel, von denen, die ich ab der 30. gesehen hatte, ja, reichen nicht, wenn man quasi die restliche Zeit dann einfach nur 60% gibt gegen den ersten FC Magdeburg, was sehr enttäuschend ist, da man jetzt einfach kaum noch realistische Chancen auf Platz 2 hat. Das sind jetzt noch 4 Spiele und 4 Punkte auf Heidenheim. Und ich sehe wirklich nicht, dass Heidenheim, weil Heidenheim muss 2 von den Spielen, dürfen sie nicht gewinnen, beziehungsweise müssen sogar 1 verlieren vom Torverhältnis, glaube ich sogar, weil die da, glaube ich, gerade 11 oder so besser sind als wir. So. Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe irgendwie nicht, wie Heidenheim da jetzt noch 2 Spiele halt eben nicht gewinnt. Deswegen kann man da leider Platz 2 schon fast wirklich, wenn wir nicht ganz viel Glück haben, abschreiben. Und das Glück hatte eigentlich eher Heidenheim in letzter Zeit, deswegen gehe ich da jetzt aktuell nicht mehr von aus. Und viel gefährlicher, Pauli und Paderborn sind jetzt wieder 6 Punkte und 6 Punkte auf die Pelle gerückt. Übrigens, sorry, falls meine Sätze zum Teil richtig komisch aufgebaut sind. Ich bin tot gefühlt, weil ich seit 4 auf den Beinen bin. Aber, ja, jetzt sind die wieder 6 Punkte an uns dran. Und wir spielen gegen Paderborn nächste Woche. Das ist so ein kleines Endspiel. Denn verlieren wir gegen Paderborn, ich glaube, dann geht uns richtig die Flatter, dann könnten wir Platz 3 sogar noch verspielen, was absolut scheiße wäre. So, jetzt wenigstens, auch wenn die Relegation sehr wahrscheinlich trotzdem Ligaverbleib heißt, wenigstens den 3. Platz festigen und gegen Heidenheim alles reinschmeißen, weil das hier heute war gar nichts. Das war eine enttäuschende Leistung und nicht das, was ich nach diesem Derby erwartet hatte. Aber ja, jetzt sind wir erstmal wieder auf dem Boden der Tatsachen, nachdem das Derby uns wahrscheinlich alle mehr als nur gehypt hat auf den Rest der Saison. Und jetzt mal gucken, was der HSV jetzt aus dieser Drucksituation, die jetzt langsam aber sicher doch von hinten raus wieder entsteht, macht. Sieg gegen Paderborn ist Pflicht. Da gibt's keine Ausreden, da muss ich die Mannschaft voll reinhängen, genauso wie im Derby. Sonst wird das schwer, weil Paderborn ist ein Team, ja, vor denen habe ich irgendwie immer Angst, weil die immer, egal wo sie stehen, unangenehm zu bespielen sind. Und deswegen, ja, sind wir nächste Woche schlauer, ob die Mannschaft es nochmal schafft, gegen Ende der Saison Kräfte zu mobilisieren. Oder jetzt wirklich das große Flattern, beziehungsweise wie hier einige böse Zungen sagen, der Derby-Fluch jetzt nochmal richtig zuschlägt. Und ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Mein Gehirn ist gerade sehr, sehr leer, weil ich seit 4 Uhr wach bin und generell sehr tot bin von dem heutigen Tag. Und deswegen hoffe ich mal, das Video hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Bis zum nächsten Mal und nur der HSV.